Shalom, Shalom aus dem schönen Uganda. Ihr Lieben, ich habe heute eine besondere Ehre wieder bekommen. Und zwar hat der Elia Wolf hat 5 Bücher geschrieben. Und jetzt das 5. ist ein besonderes Buch. Das heißt Gottes Sehnsucht nach deiner Seele. Und er schreibt als Widmung, schreibt er Folgendes: Ich widme mein 5. Buch Vater Ricardo Wolf. Er war für mich persönlich und für viele andere ein absolutes Vorbild darin, ein Leben zu leben, das man verloren hat in Jesus. Sein Leben zeigte aber auch, was man durch Jesus alles gewinnen kann. Er war für mich einer der größten Männer Gottes, mein bester Freund, mein Ratgeber und ein absolut hingegebener Vater. Ich verdanke ihm heute sehr viel und ich weiß, dass einiges, was ich in meiner kleinen Familie, in meinem Dienst und so weiter sehen darf, seine Gebete waren. Die Saat, die er in mein Leben hineingesät hat, geht auf. Und ich wünschte, er könnte diese Worte lesen. Noch mehr wünschte ich mir, dass er sehen könnte, wie aus seinen 4 Kindern, was da geworden ist aus ihnen. Dada, wir 4 dienen nun alle Jesus, deine Gebete und deine Hingabe wurden erhört. Wir als deine Kinder dürfen heute nur ernten, was du gesät hast im Glauben. Ich widme dieses Buch bewusst meinem Vater, denn zum Schluss war es das, was ich von ihm lernen durfte. Und das hat der Elia Wolf über seinen Vater geschrieben. Ich wünschte mir, dass alle Menschen über ihre Väter so ein Zeugnis geben können. Und da möchte ich euch dieses Buch ganz besonders ans Herz legen. Gottes Sehnsucht nach deiner Seele. Und ich sage dir jetzt einmal die einzelnen Themen. Kapitel 1, Lebenssinn und Annahme in deiner Seele. Kapitel 2, Lebenssinn und Annahme in Jesus. Kapitel 3, der Kampf um die Identität. Kapitel 4, wer oder was ist Sünde? Kapitel 5, beherrscht oder Herrscher? Kapitel 6, Interpretation unserer Seele. Und ihr Lieben, alle Bücher, die der Elia schreibt, und es sind schon einige, haben wirklich, man spürt die Gegenwart Gottes in diesen Büchern. Man spürt, der Heilige Geist, er hat diese Bücher inspiriert. Und so ermutige ich euch von ganzem Herzen, dieses Buch zu kaufen und zu lesen und umzusetzen. Denn es ist so wichtig, dass wir die beste Literatur haben, die uns Gott geben kann. Denn was wir lesen, die Menschen, denen wir begegnen, die beeinflussen unser Leben am meisten. So, und jetzt lese ich noch die abschließenden Worte in diesem Buch. Ich bin der festen Überzeugung, dass es Gottes Sehnsucht ist, dass er unsere Quelle des Lebenssinnes unter Annahme wird. Ich auch. Als dieser Prozess in meinem Leben begann, dachte ich, das Stärkste, was im Reich Gottes geschehen kann, ist es, wenn sich ein Mensch bekehrt oder geheilt wird oder wenn ein Dämon ausgetrieben wird. Eines Abends stellte ich Gott eine ganz persönliche Frage, die ich hier leider nicht ausführen kann. Und Gott offenbarte mir Folgendes: Bekehrungen, Heilungen und Dämonenaustreibungen geschehen in seinem Namen Jesus. Aber damit das Ich eines Menschen stirbt, damit dies geschieht, bedarf es einer Entscheidung des Menschen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir erst das wahre und erfüllte Leben hier auf dieser Erde haben werden, wenn Jesus die absolute Quelle unseres Lebenssinnes, unserer Annahme und Anerkennung wird. Ja, nicht ich mich meiner mir, Herr segne doch uns 4, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und das schreibt unser Bruder Elia uns. Und ich kann mit ihm 100%ig übereinstimmen. Wisst ihr, Jesus aufnehmen in dein Leben heißt, du wirst ein Kind Gottes. Aber du sollst ja ein Jünger Jesu werden. Und da braucht es mehr.
zu einem ein Jünger Jesu zu werden, heißt, du musst dein altes Ich aufs Kreuz hängen und dein neues Ich, wer du bist in Jesus Christus, immer wieder, dir selbst bewusst machen. Wir sind nicht, was wir tun, sondern wir sind, wer wir sind, durch die Gnade Gottes. Und da habe ich jetzt gerade ein Buch geschrieben, wer bist du, wer bin ich, was sagt Gott, wer wir sind? Du bist, wer Gott sagt, du bist. Und dann möchte ich dir sagen, den tiefsten Lebenssinn erfahren wir erst, wenn wir erkennen, wer wir in den Augen Gottes sind. Und dann möchte ich dir ein paar Sachen von meinem Buch vorlesen. Du bist auserwählt, du bist ein Kind Gottes, du bist erlöst, du bist eine neue Schöpfung, du bist geliebt, dir wurde vergeben, du bist angenommen, wertvoll, stark, einmalig. Du bist für eine Berufung bestimmt, die für keinen anderen so passt wie für dich. Du bist geschätzt, speziell, wichtig, bevollmächtigt, nicht alleine. Du bist beschützt. So rate ich dir sehr, dieses Buch zu kaufen, Gottes Sehnsucht nach deiner Seele, von Elia Wolf aus Dresden, unserem lieben Bruder, der ja wirklich ein Aushängeschild des Glaubens ist. In der Liebe Jesus grüße ich euch herzlich und segne euch mit Freude, Frieden, den nur Gott geben kann, letztendlich, und zwar hier. Nicht hier, hier. Da werden wir dauernd verwirrt, aber hier finden wir Frieden und Freude. Alles Liebe euch, Shalom, Shalom und herzliche Grüße aus Uganda.